Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Oh. An meiner Seite seht ihr die Schmerzverzerrte. Ich habe mich verzogen. Nicke. An meiner Seite seht ihr den fröhlichen, haargemachten Benny. Darf ich? Ja, okay, du darfst. Gut. Heute seht ihr eine weitere Folge Gaming Talk. Und zwar aus dem Wohnzimmer. Genau. Weil wir hier gerade alles aufgebaut haben. Ja, wir haben gerade alles aufgebaut, Nicke ist geschminkt. Ja, genau, deswegen müssen wir das jetzt nochmal nehmen, das Setup hier, demnächst wieder. Ziehen es jetzt durch. Milo beobachtet uns hier, der macht sich gerade sauber, denn die zwei waren gerade draußen. Ich war gestern. Ja. Ja. Draußen ist nicht schön, draußen wird es glatt. Ja, ist eklig. Aber okay. Egal, unser Thema heute ist der Schwierigkeitsgrad in Videospielen. Genau. Ja. Genau. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also bei manchen Spielen kann man den Schwierigkeitsgrad ja gar nicht auswählen. Stimmt. Ich glaube, bei GTA ist es, glaube ich, ein Standard-Dings, wenn mich nicht alles täuscht. Also es gibt Spiele, da kann man ja keinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Mhm. Das ist einfach so, wie es ist. Dann gibt es Spiele, da kann man Schwierigkeitsgrade auswählen und die sind ja doch sehr unterschiedlich. Also ja, na gut, da gibt es ja sogar noch Unterschiede zwischen einfach und normal oder einfach, normal, schwer, Herausforderung. Ja, dann gibt es schwer, sehr schwer. Und dann haben die auch teilweise so coole Namen irgendwie so. Das hat, glaube ich, Duke Nukem erfunden mit den Namen. Ach so. Weil bei Duke Nukem war damals der einfachste Schwierigkeitsgrad, der hieß Piece of Cake. Also Stückchen Kuchen. Und der hat es auch so gesagt, das ist ja Piece of gewesen. Cake. Das ist auch komischerweise der einzige, der mir noch in Erinnerung ist. Piece of Cake. Yeah, Piece of Cake. Der hat es dann gesagt, yeah, und es ausgewählt. Yeah. Und die wurden dann auch immer, da hat aber keiner irgendwie schwer gehießen, sondern es war dann Challenging oder so. Und ach so. Ja, Duke Nukem hatte so witzige Namen. Es gab nur noch irgendwo Heroisch, glaube ich. War das bei Ratchet, gab es bei Ratchet & Clank? Das kann auch sein. Also Heroisch. Bei Halo gibt es ja immer leicht, mittel. Und schwer ist dann heldenhaft. Hm. Und dann gibt es immer noch legendär. Legendär ist so das Schwerste bei Halo. Aber traditionell, wenn man es auf legendär durchspielt, hat man immer noch mal so einen Bonus. Und so. Also es lohnt sich oftmals auch, die Spiele in ganz schwer durchzuspielen. Vor allem, wenn ihr unsere letzte Folge gesehen habt. Den Gaming Talk zu den Trophies und Achievements oder Trophäen und Erfolgen, wie es heißt. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, weil es gibt eigentlich immer nochmal, also es gibt einmal eine Trophäe für Durchspielen und da ist es meist egal, ob man es auf leicht oder so durchspielt. Und manche Spiele sind sogar so, die geben halt die Durchspieltrophäe, die man auf leicht holen kann, dann geben sie eine, wenn man auf normal, und dann noch eine auf schwer und manchmal, wenn es sehr schwer gibt, da auch noch eine. Also die Regel, wenn man es auf dem schwersten Grad durchspielt, kriegt man immer noch irgendwas, also eine Trophäe oder halt einen Erfolg mit Gamescore. Und da ist auch ein kleiner Lifehack dazu für die Trophy Hunter ist da draußen. Wenn ihr es direkt auf sehr schwer durchspielt, kriegt ihr die anderen alle dazu. Und ich habe das auch teilweise versucht. Bin dann direkt in schwer eingestiegen. Ja, also kriegst du normal. Ich meine, das Durchspielen kriegst du sowieso bei allen Schwierigkeitsgraden. Aber wenn du es jetzt auf schwer durchspielst und es gibt einen separaten Erfolg für auf normal durchspielen, kriegst du den auch. Ach so, okay. Also wenn du es schnell, musst du es eigentlich nur einmal auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchspielen und dann hast du alle. Also ich bin jemand, ich möchte nur das Spiel genießen. Deswegen spiele ich meistens auf leicht. Ich habe nur gestern gedacht, nee, letztens, ich spiele Cyberpunk auf leicht, weil mir das mehr Spaß macht, 5 Minuten an dem Gegner rumzuschrauben und keine halbe Stunde. Und dann habe ich mir gedacht, yeah, ey, Ratchet & Clank ist voll das Kinderspiel, das spielst du mal auf normal. Ich bin so oft gestorben. Das ist so traurig gewesen. Und ist mir aber auch aufgefallen, warum, weil bei Cyberpunk kann man sich ja immer wieder hochheilen oder allgemein diesen Rollenspiel, man kann sich ja ständig hochheilen irgendwie. Und bei Ratchet & Clank hast du es einfach nicht. Hast du da, wenn du da deine 4 Planeten weg sind, dann hast du eben halt verschissen. Dann konntest du die nicht einfach so wieder zurückholen und wahrscheinlich wäre ich dann da auch wieder leicht. Ich habe damals auf dem Sega mal ein Spiel gespielt mit einem Kumpel, Zabbe, also sein Undercover-Name kann ich ja nennen. Wenn du siehst, wir waren die stärksten Rocket Knight-Spiele. Wir haben Rocket Knight Adventures nämlich damals durchgezockt auf dem Sega. Und da gab es auch normal, ich weiß nicht, ob wir es auf leicht zuerst gespielt haben, aber wir hatten dann auf normal, wir hatten jeder so Level, es war so ein 2D-Spiel. Mhm.
Und wir hatten jeder so bestimmte Level, in denen wir besonders gut waren. Und dann haben wir es abwechselnd gemacht. Also erstmal haben wir es durchgespielt auf normal und haben uns gefreut. So, ja, weil die Spiele waren doch fordernd. Und du musst die am Stück durchspielen. Du hast ja kein Passwort oder so. Also musst immer versuchen, so viele Leben wie möglich mit ins nächste Level zu nehmen und die ganzen Bonusleben einzusammeln. Und dann haben wir gedacht, ey, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben es echt durchgezockt, das Game. Los, wir spielen es nochmal auf schwer. Weil dann haben wir schwer freigespielt. Dann haben wir es auf schwer durchgespielt. Und es war schon sehr mies. Da hast du dann statt einem Leben oder Herzchen zu verlieren, hast dann gleich zwei oder so verloren beim Treffer vom Gegner. Und dann kam auf einmal sehr schwer. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, sehr schwer freigeschaltet. Los, spielen wir auch noch. Und das haben wir durchgespielt. Da hatten wir echt so 3,5 Dinge verloren. Also es war sauschwer. Du durftest nur 3-mal getroffen werden. Dann waren deine Leben weg. Und auf normal durftest du noch 10-mal oder so getroffen werden. Aber bis dahin hatten wir es schon so weit gespielt, dass wir die Level ziemlich auswendig gekannt haben. Jeder hatte so sein Level, den er perfekt konnte. Und dann haben wir das auch noch geschafft. Auf einmal gab es noch einen Schwierigkeitsgrad, der aufgetaucht ist. Und der hieß, glaube ich, unmöglich oder so. Und der war es wirklich. Das war so unfair, weil egal was dich berührt hat in dem Spiel, du warst sofort tot. Und du hast keine Continues und keine Extra-Leben. Du warst einfach weg. Du musstest das ganze Spiel dann durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden. Und das war krank. Also auf sehr schwer war es echt hart gewesen. Es war wirklich schwer, weil du hattest ein Continue oder gar keins. Und hattest dann, also wenn du tot warst, nochmal so ein Leben. Das ist doch wieder wie bei Mario oder so. Aber du hast halt nur 3 Treffer ausgehalten. Und du konntest dir aber die Punkte sammeln und dann so Bonusleben kriegen. Und bei dem Ultra-Modus, du hast angefangen. Und ich hatte so einen doofen Gegner erwischt und du warst einfach weg. Also wir haben es ein paar Mal ausprobiert und haben gedacht, nee, das ist ein Kackspiel. Weil wir waren so überzeugt, wir haben es komplett durchgezockt. Und dann sowas, ey, das war echt mies. Das ist gerade voll unfair, weil es ist viel zu interessant, wie Milo sich gerade... Milo putzt sich gerade vor uns, ja. Ja. Aber ich spiele halt ganz gern, also mindestens auf normal. Auf leicht kann ich irgendwie nicht spielen. Ich weiß auch nicht. Wenn ich auf leicht spiele, dann komme ich mir wie so ein Weichei vor, wie so ein Loser irgendwie, denke ich dann immer. Das ist halt mein persönliches Ding, aber ich denke halt immer so, komm, du bist eigentlich ein guter Zocker, du zockst schon ewig und ich weiß auch nicht, leicht ist gegen meine Zocke. Ja, das geht nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich schon mal ein Spiel auf leicht durchgespielt habe. Ich glaube nicht, vielleicht als Kind. Aber wieso? Die früheren Generationen hatten, glaube ich, noch gar keine Schwierigkeitsgrade. Gab es nur einen. Rocket Knight Adventure war auch auf dem alten Sega, der so Super Nintendo-mäßig war. Kann sein, dass es das auch für den Super Nintendo gab, aber das war der, glaube ich, der 16-Bit-Sega, der Sega Mega Drive. Oder das Master System. Nee, ich glaube, Sega Master System war NES-mäßig. Ich glaube, es war der Sega Mega Drive. Und der war so wie der Super Nintendo ungefähr. Die haben auch teilweise dieselben Spiele gehabt. Und da hast du auch Schwierigkeitsgrade. Also du hast früher auch immer Schwierigkeitsgrade gehabt. Aber ich habe es immer mindestens auf normal. Und wenn mir das Spiel gefallen hat und ich habe es auf normal geschafft, musste es ja früher die Spiele immer am Stück durchspielen. Mhm. Und die waren dann auf schwer schon hart. Ja, aber ich meine so in der... heutzutage gibt es mehr Spiele mit Schwierigkeitsgraden wie früher. Findest du? Finde ich, ja. Ich glaube, früher gab es fast überall Schwierigkeitsgraden. Was, echt? Also ich meine schon, also es gab eigentlich immer so... Die ganzen Sportspiele und so, wo du den Computer gerade früher dieses World Cup World Cup oder Super Mario hatte keinen Schwierigkeitsgrad früher auf dem NES, stimmt. Und dann gab's mal, also bei Super Mario World, auf dem Super Nintendo gab's nie Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Und bei World Cup auch nicht. Ja doch, und dann gab's mal Spiele, wo du dann die KI einstellen kannst und so. Und jetzt überlege ich Borderlands gerade. Na gut, also da musste ich mich ja an dich anpassen. Ja, aber so ein Rollenspiel ist halt auch, du kannst ja leveln und Waffen finden und so. Das braucht man jetzt nicht auf so ganz leicht spielen. Also Cyberpunk spiele ich auch auf normal und es ist auch nicht besonders schwer. Es gibt Stellen, da ist es mies, aber das ist meistens da, wenn mein Level einfach zu niedrig ist. Und ich gehe irgendwo hin, dann halten die Gegner halt einfach viel aus. Ja, stimmt. Aber ansonsten, wenn man gut bewaffnet ist... Ich habe halt, mein Problem war halt, ich habe gedacht, das ist Ego-Perspektive und ich bin ja nicht so die schusssichere. Also wie ich ja damals treffe, gehen 10 daneben und deswegen habe ich halt gedacht, leicht, weil ich wollte ja den Spielfluss praktisch haben. Ich will dann, also zum Beispiel Demon's Souls oder diese Souls-like-Spiele da, die sollen ja extrem schwer sein, da wollte ich niemals rangehen, glaube ich bisher. Wobei ich auch Angst hatte hier bei diesem, ich habe da auch Code Vein runtergeladen
Und das, für mich war es einfach nur ein Anime-Spiel, wo ich meinen Charakter basteln konnte. Und dann habe ich aber nachgelesen, dann war das irgendwie so ein Anime-Souls-like. Da habe ich mir gedacht, oh nee, das ist so schwer. Oh nee, da hatte ich schon fast keinen Bock mehr. Aber da hat es dann Spaß gemacht. Es ist ein schweres Spiel. Monster Hunter hat ja auch keinen Schwierigkeitsgrad, ja, und gilt als relativ schweres Spiel. Ich finde persönlich, Monster Hunter World ist noch das einfachste Monster Hunter. Dieses andere, was ich auf der PSP hatte, das war... Oh, die auf der PSP, die waren richtig schwer. Gerade am Anfang, weil du hast angefangen und du hast dir eine Waffe ausgesucht und dann musstest du die erstmal behalten. Ja, dann warst du nackt. Gerade am Anfang, ja, du warst nackt, du hast überhaupt keine Rüstung gehabt. Und wenn du dich am Anfang schon für die falsche Waffe entschieden hast, dann musstest du erstmal mit der zurechtkommen. Hm. Und in den neueren Teilen war es so, du hast jede Grundwaffe einmal gehabt. Du konntest also schon immer wechseln dann, wenn dir die erste Waffe nicht gelegen hat. Hm. Und du hattest eine leichte Rüstung direkt an. Jetzt bei Monster Hunter World. Und die Rüstung, wenn du die verbessert hast, konntest du die auch sehr lange benutzen. Und ich weiß noch, bei meinem Monster Hunter Freedom 2, was ich mal gespielt habe, das war, glaube ich, das erste, was ich gespielt habe, oder nur Freedom, ich weiß nicht, ob es schon das 2er war. Das war wirklich schwer. Nackt angefangen, eine Waffe ausgesucht und dann musste ich erstmal Pflanzenfresser kloppen, so, die weggerannt sind von mir. Und selbst die haben mich manchmal umgebracht, wenn die mich so gestumpt haben. Und dann mit den Knochen, dann so eine ganz elende Knochenrüstung gebaut. Mit denen konnte ich dann die kleinen Raptoren besiegen, weil die haben mich sonst auch fast mit so zwei Bissen tot gemacht. Dann die Raptorrüstung gebaut und dann ging es so langsam weiter. Und ich weiß noch, wie ultra schwer es war, meinen ersten Rathalos zu töten. Ich war so froh. Ich so, ja, ich habe es ihm gezeigt. Und dann direkt so ein Teil gebaut, so die Brust. Und dann war es schon viel einfacher, also... Und das hatte ich jetzt bei Monster Hunter World nicht so. Da konnte ich fast mit den ersten, ja, mit der erstbesten Rüstung, konntest du bis zum Nergigante durchgehen. Mhm. Und die Nergigante-Rüstung war dann schon stark. Das wurde dann am Ende richtig hart. Also im Endgame war es dann wieder schwer. Das Hochleveln war nicht so schwer, fand ich. Mhm. Also im Vergleich zu den anderen. Viele sind verzweifelt beim Anjanat oder so, aber ja, ich denke, die Spiele, die keinen Schwierigkeitsgrad haben, die sind doch ein bisschen schwer so auch. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht bei Kingdom Hearts bin ich mir nicht ganz sicher, aber zum Beispiel beim 2er gab es einfach mittel und schwer, glaube ich, oder es gab wenigstens mittel und schwer. Und nämlich der erste Kingdom Hearts, der hatte, glaube ich, gar keinen Schwierigkeitsgrad. Da muss ich immer an die Ursula denken, die ich sie einfach gehasst habe. Und wenn die noch einen Schwierigkeitsgrad gehabt hätte und ich bin und ich wäre dann so treu doof wie ich bin, wäre ich dann normal da reingerammelt und dann wäre, ich glaube, da wäre ich, ja. Nee. Ja, Final Fantasy hatte ja auch nie Schwierigkeitsgrad. Ja. Oder damals Secret of Mana, Secret of Evermore, das waren ja auch so Rollenspiele. Da musstest du halt, wo du auch aktiv gekämpft hast, weißt du, bei Secret of Mana und Evermore. Das war jetzt nicht rundenbasiert, was richtig so. Das war ja auch von Squaresoft damals noch. Und da konntest du aber leveln. Und wenn du hochgelevelt warst, dann war es relativ einfach irgendwann. Was ich aber halt immer komisch finde, ist, wenn du zum Beispiel, wie ich jetzt, einfach anfängst. Du kannst ja dann teilweise, also bei Kingdom Hearts war es so, du hattest immer den Schwierigkeitsgrad. Du konntest ihn während des Spiels nicht ändern. Aber zum Beispiel bei Cyberpunk kannst du ja immer hin und her switchen. Also ich könnte jetzt praktisch auch vom Einfachen in den Normalen gehen. Also hätte ich auch sagen können, ey Leute, ich spiele live Cyberpunk auf schwer und dann stelle ich da einfach heimlich um. Das hätte ich auch machen können. Ja, das geht heutzutage bei vielen Spielen, das stimmt. Aber ich hatte das auch mal bei, ich weiß nicht mehr welches Spiel es war, da konnten wir es auch umstellen. Und das finde ich cool. Wenn du es aber einmal umgestellt hast, dann hast du den Erfolg auch nicht mehr gekriegt. Dann hast du nur den Leichterfolg gekriegt, wenn du es durchgespielt hast. Also ja, den Erfolg habe ich gar nicht gedacht. Du musst es dann so lassen auch auf dem Schwierigkeitsgrad. Wenn du irgendwann gewechselt hast, war der dann auch weg praktisch. Hm. Und ja, heutzutage ist es schon angepasst, sage ich mal. Es gibt viele, stimmt, es gibt heute wahrscheinlich doch mehr Spiele, wo du schwer und leicht machen kannst. Auch so Spiele, wo man einen Schwierigkeitsgrad gar nicht unbedingt erwartet. Gell, so. Also zum Beispiel bei Ari kannst du, glaube ich, auch leicht, mittel, schwer oder... Nee, da hast du keinen Schwierigkeitsgrad. Und da habe ich mir gedacht, naja, das ist so voll das Kinderspiel ab 6 Jahren, dann rennst du voll durch, ey. Da bin ich aber auch übelst oft abgekratzt, also ich weiß auch nicht. Ja, das ist schon... Aber ich mag es halt auch, wenn das Spiel eine gewisse Herausforderung darstellt, weil... dann freut man sich auch, wenn man es geschafft hat. Ja, so, gut, das ist dieses Erfolgserlebnis. Wenn ich jetzt auf normal spiele oder auf leicht, wenn ich mal, ich überlege, ob ich mal auf leicht gemocht habe. Ich finde es halt selbst auf normal meistens schon relativ einfach. Also es kommt drauf an, je nachdem, wie viel Schwierigkeiten gerade das Spiel halt hat. Wenn es jetzt 4 verschiedene hat, dann zählt ja normal noch als ein leichter, finde ich. Weil leicht, normal und dann, was weiß ich, heldenhaft, legendär oder schwer und sehr schwer. Dann
versuche ich auch immer auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Es kommt wirklich halt drauf an. Wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele, mache ich meistens auf normal, weil ich denke, mal gucken, außer bei Battlefield, wo ich mal die eine Dings gemacht habe, bei Battlefield 1, da habe ich mal so Kriegsgeschichte gemacht. Mhm. Da gibt es ja so mehrere Kriegsgeschichten. Ja. Und da gab es auch einen Erfolg, wenn man es auf ganz schwer spielt. Gab es auch 3-4 Schwierigkeitsgrade. Und da habe ich gedacht, ach, richtig Bock habe ich auf die Story auch nicht, aber wenn keiner da ist und ich bin allein, dann habe ich es mir auf ganz schwer gestellt und habe einfach gespielt, damit ich dann den kompletten Erfolg habe, damit ich es, wenn nur einmal machen muss, wenn ich es überhaupt mache. Es war schwer, aber es war schaffbar. Und hat mich auch gefreut, aber es dauert dann halt doch lang, wenn man oft verreckt und so, dann zieht sich das halt ganz schön. Aber ich wollte so ein paar, ich wollte Gamerscore und ja, muss man es halt auf schwer spielen. Bei manchen ist es ja auch so, dass du dann praktisch das nur erst freischaltest. Ich glaube, beim Remake bei Final Fantasy 7, da bist du auch ganz normal rein. Und du hast dann am Ende erst diesen Herausforderungsmodus da Das hat man auch bei einem Spiel freigeschaltet. Ja. Und den will ich ja dann auch spielen, bevor der zweite Teil da rauskommt. Und dann kannst du aber da einfach mal keine Items benutzen. Das ist hart. Oh, und dann habe ich mir gedacht, oh. Ja, bei Halo war es früher ja auch so. Bei Halo 1 und ich glaube beim 2er auch. Da war es so, ich weiß nicht, ob du sogar heldenhaft freischalten musstest. Mhm. Aber du konntest die Level ja auch einzeln anwählen. Aber wenn du jetzt auf normal 5 Level gemacht hast, dann konntest du den 6. Level auch nur auf normal starten. Du konntest den nur auf heldenhaft, du musstest praktisch von Level 1 anfangen. Mhm. Das ist auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Dann durftest du den nächsten Level auch auf dem hohen Schwierigkeitsgrad spielen. Ah, das erinnert mich so ein bisschen an Mario Kart. Ja, und bei Halo 5 war es jetzt so, du konntest auch direkt auf Legendär starten. Das habe ich auch gemacht, ich habe es nur auf Legendär gespielt halt. Mhm. Bis zum Ende, da war es zwar schwer, aber ich habe gedacht, wenn ich Halo spiele, dann will ich es auf Legendär durchhaben. Hatte aber auch keine Lust, das mehrmals durchzuspielen irgendwie. Und da habe ich es direkt auf Legendär gespielt. Aber das gibt es ja auch einige Spiele, oder bei Borderlands ist es ja auch so, mit dem Kammerjäger-Modus. Den Kammerjäger-Modus erhältst du nur, wenn du es einmal durchgespielt hast. Deshalb muss man eigentlich, wir haben so lange rumgemacht beim Durchspielen vom Dreier jetzt, eigentlich hätten wir einfach nur durchrennen müssen und dann direkt im Kammerjäger-Modus alles machen. Und dann gibt es sogar noch den wahren Kammerjäger-Modus, der nochmal stärker ist. Also da bin ich immer aber halt so andersrum. Also ich lieber im ersten Durchgang alles machen, im zweiten durchrennen. Kann man also auch, Gut, manche haben halt gesagt, es ist besser, wenn du im zweiten Durchgang die Nebenmissionen nochmal machst, weil es gibt ja Nebenmissionen, wo du so Waffen kriegst und die sind an dein Level halt angepasst. Und wenn du die im ersten Modus, die bringen dir dann nichts mehr. Ja, wir waren trotzdem Endlevel. Ja, aber du kannst auch, die Gegner, die sind ja dann auch gestoppt irgendwann. Die Gegner sind wenn du auf normal spielst, haben die Gegner nur maximal Level 50, die gehen nicht weiter. Ja. Und erst im nächsten Modus geht es dann weiter. Und ja, da gibt es so Spiele, wo man es halt wirklich auf den ganzen Schwierigkeitsgraden halt durchspielen muss, um die nächsten überhaupt freizuschalten. Also es ist immer bei mir so ein Zwiespalt, wenn ich ein Spiel einlege, wie will ich spielen, einfach oder normal? Bei Kingdom Hearts 2 habe ich leider auch einfach gewählt, damals, aber ich habe, das war mein erstes Spiel, mein zweites Spiel, weil ich immer durchgespielt habe. Und ich will halt nicht so ewig an einem Endgegner sitzen, weil dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr, mal raus und dann mache ich irgendwann, denke ich mir, ach, ich mache mal den Spielstand wieder an und dann denke ich mir, was ist hier eigentlich los? Und dann kommst du ja gar nicht klar. Also mir nimmt das die Motivation, wenn die Gegner so extrem schwer sind. Und deswegen gehe ich halt immer diesen Weg des leicht den geringsten Widerstand. Ich spiele, damit ich die Story mitkriege. Für mich ist so ein Spiel ein Film. Und, ja, ich will schon spielen auch und will auch mir selber so beweisen, ich habe es geschafft, ich habe es drauf. Das ist auch so ein bisschen so ein Grund. Ja. Ich weiß noch, wie ich empört war das eine Mal, da haben wir doch Resident Evil 7 gespielt. Ja, genau. Einmal beim Kronk und einmal bei der Pandoria. Ja, genau. Und Kronk, der ist bei dem einen Gegner ganz oft gestorben. Ja, bei dem, und dann bei dem hat Vater. Sie hat es beim ersten Mal geschafft. Und da habe ich gedacht, boah, die ist voll gut, ist sie schlecht oder was? Was macht er denn? Die hat es ja voll drauf. Und dann sagt mir die Nicke, ja, sie spielt auch auf leicht. Und da war ich kurz sogar so zornig. Was auf leicht? Ich kam mir so total verarscht vor. Also ich gedacht, die ist voll die Zockerin. Wie kann die auf leicht spielen? Das ist doch unfair. Und dann habe ich noch gedacht, er wäre schlecht. Der war ja, der ist halt ernst genommen. So. Ich meine, natürlich, so Spiele gehen viel um die Story und... Aber ich wusste das halt nicht und war kurz irgendwie stinkig dann.
Ist natürlich auch total blöd eigentlich, aber es war in dem Moment so. Ich habe gedacht, das gibt's so nicht auf Leichte, das kann ja jeder. Ja, also ich muss aber sagen, bei Code Way, da wäre es, glaube ich, total beschissen, wenn es einfach wäre. Weil dann wäre ja das ganze Spielprinzip irgendwie... Also die leichten Gegner sind zwar leicht, aber das Problem halt da ist, dass dadurch, dass sie so schwer sind, du hast ja immer jemanden an der Seite. Und dann bin ich immer so, dann renne ich immer im Kreis. Mal voll die gute Taktik, sodass meine Typen mal kämpfen und heilig stehen und kann der mit dem Endgegner kämpfen, damit ich nicht sterbe. Ja, früher, vielleicht ist es bei mir auch so, dass früher die Spiele einfach schwerer waren. Ich glaube, die waren schwerer auf jeden teilweise, Fall. Also es gab früher immer mal so Spiele, die so fast als unpackbar gegolten haben. Und gerade diese Spiele, wo du so, ja, diese Sidescroller, mit denen ich halt aufgewachsen bin, auf dem Super Nintendo und so, die hatten ja oftmals nicht mal Passwort oder manche hatten Passwort, aber die meisten nicht. So Sunset Riders, Wild Guns. Oh, ich muss mich an Rayman erinnern. Brawl Brothers, das waren alles so Spiele. Ja, Rayman war ja eher so wie Mario. Du hast ja auch immer so Level gehabt und so. Und das war dann so da beschissen, ey. Das Level wieder anfangen wenigstens. Nee, aber nicht, wenn du komplett Game Over warst, dann nicht. Achso, auch so eins, wo du Game Over gegangen bist. Ja, da bist du Game Over gegangen und dann kam, war ich da so eine Uhr gewesen. Ich weiß nämlich noch, wie... Continue. Stimmt, das ist immer gelaufen. Und dann gab da die Uhr und dann hast du diesen Controller und du musst irgendwas, weil es gab immer eine Tastenkombination, die wir aber nicht wussten. Und dann hast du 10 Leben gekriegt oder so. Ach so. Und dann haben wir da immer so übelst drin rumgekriegt und dann irgendwann hast du entweder 3 dazu gekriegt oder 10 halt. Und wenn du kaputt warst, musstest du dann das Spiel komplett von vorne anfangen oder nur in der Welt, wo du gerade warst? Es war auf jeden Fall immer die Musikwelt, die scheiße war mit den Wolken, wie ich sie gehasst habe. Ich habe ja mit Spiele bei dem alten Mario zum Beispiel. Ich glaube, ich habe sogar eins auf der Xbox auch mir mal runtergeladen bei Games with Gold. Es gab halt glaube ich mal eins umsonst. Ja, dieses Rayman Legends, aber das ist scheiße. Aber es gab früher halt so Spiele, auch die alten Mario-Teile, glaube ich, oder halt dieses Rocket Knight Adventure. Hm. Da hast du 1 oder 3 Continues gehabt. Schwer nur noch 1 oder so. Und wenn das dann weg war, dann warst du komplett tot. Dann musst du ganz von vorne anfangen im Spiel. Also ab Level 1 wieder mit Dings. Und die Spiele waren halt hart. Die waren wahrscheinlich, die waren auch, glaube ich, für die Arcade-Geräte gemacht. Weil durch das Continue, hast du 10 Sekunden Zeit, dann wirfst du nochmal eine Münze rein und zack, kannst du weiter spielen. Schön, das war immer so gemacht. Ja, du hast früher immer diese Continue, auch bei Street Fighter. War es auch so beim alten Street Fighter. Wenn du es durchspielen wolltest, was ja dann, wenn du es durchgespielt hast, immer so die Geschichte von einem gesehen, von dem Charakter so ein bisschen. War ja bei Tekken auch so, dass du da nochmal was gesehen hast. Und da bist du dann auch irgendwann Game Over gegangen. Game Over. Deshalb war das ja immer. Das gibt's ja auch nicht mehr, dieses Game Over. Also dieses komplette Game Over nicht, nee. Also früher warst du halt echt, vielleicht ist das bei mir deshalb noch so, weil früher warst du halt echt cool, wenn du ein Spiel durchgespielt hast. Wenn du sowas wie Street Fighter durchspielen konntest und dann war das ja auch nicht so, dass du es, ja, dass da irgendwas war. Du hast ja erst bei Tekken dann die Kämpfe freigeschaltet und Memory Card und so gehabt. Bei Street Fighter war es einfach so, ey, ich kann Street Fighter mit Ken durchspielen. Also, was, du kannst mit Ken durchspielen? Ja, zeig mal. Und dann musst du es halt durchspielen. Also, dann bist du beim Vega und der war immer echt mies am Ende. Und irgendwann bist du beim Mr. Bison oder der M. Bison. Und dann kam mal die Story und dann hat jeder so seinen Charakter gehabt. Dann hat er es mit dem durchgespielt und dann hat man die ganzen Endungen so gesehen. Also das war halt cool. Und die Spiele waren halt schwer. Und vielleicht spiele ich deshalb auch gerne die Spiele ein bisschen schwerer. So. Ich will es mir halt nicht zu leicht machen. Das nimmt mir halt irgendwie den Spielspaß, wenn es so leicht ist und ich einfach so durchgehen kann, dann verliere ich die Lust. Aber wenn es so ein bisschen knifflig ist, dann macht es mir erst Spaß. Und dann, weißt du nicht. Monster Hunter zum Beispiel, die ganz starken Monster am Ende, die Endmonster, diese Fatalis und so. Das waren schwere Kämpfe. Es klappt auch nicht immer, aber wo ich ihn dann mal allein gekillt habe oder nur mit so ein paar Leuten, dann macht es richtig Bock so. Dann denkst du, jawohl, ey. Dann kannst du dir so eine mega starke Waffe bauen und du hast das Gefühl, du hast irgendwas geleistet. So, also wie, wo du reinkamst, wo ich drüben Cyberpunk gespielt habe, wo ich den geboxt habe, wo du gesagt hast, mit diesen Gorilla-Händen, ob ich die habe. Ich habe diese Gorilla-Hände übrigens nicht gehabt. Aber ich war danach so stolz, als ich ihn platt gemacht habe. Es hat ewig gedauert. Ich glaube, ich hab 10 Minuten gekämpft, glaube ich. Ja, das hat ja auch immer nur 10 Schläge und hast du 1% abgezogen. Hast du dann mal ausgeholt wenigstens? Nein, weil das hat so lange gedauert. Weil in der Zeit hat der mich nämlich 2-mal gehauen und dann bin ich schon wieder so geschwummert, weil das wird irgendwie nicht komplett wieder... Es hat zwar ewig gedauert und ich hatte voll den Nervenkitzel, aber ich habe das goldene Auto gewonnen.
Das spricht ja schon für mich. Sehr auch gut. Wenn ich auf leicht spiele, es hat ewig gedauert. Ich habe die Gorilla-Hände nicht gehabt, weil welche Gorilla-Hände gehabt. Ich wollte mir die nicht kaufen, weil ich gedacht habe, das ist Cheaten. Ich weiß es nicht. Ich bin halt nicht ganz sicher. Ich glaube, die zählen damit. Ich bin aber nicht sicher, weil ich habe nie die schweren Dinger gemacht. Weil ich habe den einen halt voll weggehauen. Den, wo du das Sniper-Gewehr kriegst. Ja, gut, das ging schnell, ja. Aber der war ja, den hast du ja auch wahrscheinlich ziemlich schnell weggehauen. Ja, das sind viele ausgehalten. Das ging jetzt nicht, also es war jetzt nicht so. Melo! Da riech ich mich auf. Muss ja rein oder so. Also, sieht das jetzt auch. Da. Ja. Gut. Ja. Also, auf welchen Schwierigkeitsgrad spielt ihr? Oder schreibt uns doch rein. Ja, genau. Oder ist es vielleicht auch spielabhängig? Ja. Das kann ja auch sein. Oder seid ihr, wie Benjamin sagt, leicht ist für... Leichtes für Lügen. Für brillentragende Mädchen. Ja, für Mädchen ist okay, aber leicht. Schwer. Oder normal. Ja gut, aber da ist dann schon wieder dieses Rivalitäten-Ding drin, oder? Wenn du dann denkst, ich muss jetzt, damit ich es zeigen kann. Nee, nicht mehr. Früher ja, früher schon, wie ich kleiner war, dann haben wir doch, da habe ich so rivalisierende gezockt. Im Moment ist es einfach für mich so irgendwie. So. Ich will mir so selber beweisen, ich kann es auch schwerer und dann freue ich mich auch, wenn ich es auf schwer schaffe. Wenn ich es auf leicht spielen würde, dann würde ich mir so vorkommen, als hätte ich gecheatet oder so irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht ich will es mir schon so ein bisschen verdienen halt. Also ich will es nicht einfach nur so durchrennen. Das habe ich nur bei Borderlands gemacht, wo ich bei Borderlands 2 keinen mehr hatte, der mit mir gespielt hat und ich aber allein noch die ganzen Add-ons spielen wollte, weil ich sie gekauft habe, da habe ich die im Normalmodus halt, wenn ich aus dem Warenkammerjäger-Modus zurückgegangen und die habe ich dann im Normal gemacht und da bin ich dann einfach durchgerannt, weil ich hatte dann Level 60 oder so und die Gegner waren maximal 50, also die hatten keine Chance, die konnte ich alles so wegmachen, aber ich wollte einfach die Story nochmal schnell durchpeitschen. Vielleicht traue ich mich ja irgendwann nochmal ein Spiel auf ganz schwer zu nehmen. Oh Gott, mein nächstes würde dann Final Fantasy. Ich nur, wir könnten mal mein Lieblingsgame zusammenspielen. Ich müsste mir dann halt irgend so eine schwache Anfangswaffe nehmen. Ihr könnt jetzt hier Benny sein Lieblingsspiel einfügen. Unten. Schreibt uns, was Benny sein Lieblingsspiel ist. Schreibt uns. Wenn ihr irgendwie Hilfe dafür braucht, wir machen euch unten auch die Playlist rein, da könnt ihr euch alle Gaming Talks angucken, da kriegt ihr das schon raus, was sein Lieblingsspiel ist. Ja. Und wenn ihr es mit mir spielen wollt, obwohl im Moment spiele ich es gar nicht. Auf der Xbox bin ich unterwegs. Genau. Ja, das macht mir viel Spaß. Ja. Ansonsten habt ihr hoffentlich schon unseren tollen Kanal abonniert. Das wäre super, dann macht die Nicke so und ich auch. Ja, Dankeschön. Dann sind wir nämlich sehr dankbar, weil wir sind ein sehr gemischter Kanal. Ja. Wir sind gegen alle... gegen alle Konventionen. Gegen alle Konventionen alles. Sind wir sehr gemischt. Ja, Mann, das ist, worauf wir Lust haben und es macht Spaß. Hauptsache mit Spaß dabei. Ja, genau. Ja. Also, bleib gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss.